In knapp 2 Wochen am 25.04. erhalten wir ein neues DLC für Super Mario Odyssey. Und als wäre das noch nicht genug, kriegen wir auch noch ein weiteres DLC für Zelda Breath of the Wild. Viele haben es wahrscheinlich schon mitgekriegt, am 12. April, also jetzt in wenigen Tagen, erscheint das Nintendo Labo VR Kit, was auch der Grund ist, dass diese 2 Titel ein DLC kriegen. Die DLCs werden kostenlos sein. Und wenn ihr meine ehrliche Meinung wissen wollt, bin ich ein wenig enttäuscht. Erstmal natürlich vorweg, die DLCs werden kostenlos, wenn man das denn überhaupt so nennen will. Weil um die DLCs, also die VR-Updates, nutzen zu können, braucht ihr natürlich das Nintendo Labo Pub VR Set, was in der Basisversion 40 Euro kostet. Und dann könnt ihr eure Nintendo Switch wunderschön stylisch euch zwischen die Pappe vor die Augen klemmen und kleine Nebenaufgaben in Mario Odyssey abschließen, die es nur in Cap, Seaside und Luncheon Kingdom gibt. Dort könnt ihr nämlich Noten einsammeln und Mario seine externe Kamera sozusagen dabei zugucken aus der VR-Brille, was eigentlich ganz lustig aussieht, aber halt wie gesagt nur in 3 Königreichen verfügbar ist. Zelda Breath of the Wild hingegen könnt ihr komplett in Optionen in VR umstellen und das komplette Spiel in VR genießen, wenn man das denn genießen kann, weil so ein Titel wie Zelda, der gut rund 100 Stunden plus beansprucht, die ganze Zeit mit der Pappe auf dem Kopf durchzuspielen, ist glaube ich dann doch zu ermüdend. Bitte schreibt mal eure Meinung zu dem ganzen Labo VR Mario Odyssey VR Update in die Kommentare bitte. Meiner Meinung nach wird hier nur versucht, mit Mario Odyssey und Zelda Breath of the Wild, was mit die stärksten Titel auf der Switch sind und auch Waren, Geld zu machen, weil mit den komischen kleinen VR-Labo-Minispielen, was ja sonst nur mit dem Switch VR-Labo-Set möglich ist, würde es sich nicht mal ansatzweise so gut verkaufen. Deswegen wird hier ein wenig mit Mario Odyssey und Breath of the Wild gelockt, damit mehr das VR-Labo-Set kaufen, was ja an sich auch nicht verwerflich ist. Ich muss aber schon sagen, dass ich ein wenig enttäuscht bin von der großen Nintendo-VR-Lösung, die sie letztendlich für die Switch jetzt angehen und das Ganze wirklich nur mit diesen 0815-2 Linsen und das mit Labo mit Pappe umwickeln, weil es gibt ja auch solche Vorrichtungen für die Smartphones, wo man auch einfach sein Smartphone reinschieben kann. Und eins kann euch gesagt sein, das ist kein richtiges VR-Erlebnis. Ich zum Beispiel bin ein Early Adopter des Oculus Rift Projekts und ich habe mir vor circa 1-2 Jahren die Oculus Rift gekauft und muss sagen, dass das wirklich ein richtiges VR-Erlebnis ist und es sich einfach richtig phänomenal anfühlt. Und ich kann die Leute verstehen, die jetzt unbedingt auch langsam VR spielen wollen und deswegen auf die günstige Alternative für nur 40 Euro von Nintendo zugreifen, verstehen. Aber für alle, die wirklich ein richtiges Erlebnis erleben wollen in VR, kann ich nur raten, zu warten. Denn im Laufe 2019, 2020 sollen kabellose High-End-Standalone-Produkte von Oculus Rift und der HTC Vive erscheinen, die sich wirklich lohnen zu holen, wo ihr wirklich das beste VR-Erlebnis haben könnt, was es zurzeit gibt. Und ich kann jedem nur raten, zu warten und lieber mehr Geld auszugeben, als so günstige VR-Optionen sich zu holen, wo man am Ende dann enttäuscht ist und kein richtiges VR-Erlebnis erleben kann. Und eigentlich ist damit auch komplett meine Hoffnung, dass wir noch ein richtiges Mario Odyssey DLC kriegen, endgültig gestorben, weil das Spiel wird dieses Jahr auch 2 Jahre alt. Es gibt aber allgemeine Hoffnung, denn neuen Gerüchten zufolge soll jetzt im April noch eine Direct von Nintendo stattfinden, und zwar die letzte Direct von Reggie. Was natürlich eine Hausnummer ist, und es wäre cool, dass bevor er geht, dass er noch die Möglichkeit bekommt, mit einer dicken, geilen Neuankündigung Nintendo zu verlassen. Das würde ich mir wünschen, und ansonsten ist abzuwarten, was bei der E3 vorgestellt wird. Aber ich kann euch sagen, ich werde mir das Nintendo Labo VR Kit nicht holen, weil es für mich zurzeit noch keinen Kaufgrund gibt. Jetzt ist natürlich aber eure Meinung gefragt. Was haltet ihr davon, von dem Nintendo Labo Pub VR Set für die Switch? Und was erhofft ihr euch für die mögliche Direct, die möglicherweise im April jetzt noch ansteht? Und ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.